Ja, und wenn Sie auch noch den schönen Abend genossen haben, dann hoffentlich bei frischer Luft und wenig Abgasgestank. Alle reden jetzt über Fahrverbote für bestimmte Dieseltypen. Und jetzt steigt der Druck natürlich für alle. Was tun? Eine Möglichkeit? Nachrüsten. Aber funktioniert das technisch auch wirklich so einfach? Wir haben mit einem Kfz-Meister mal unter das Auto geschaut. Also ich sag mal, jedes zweite Auto mindestens ist ein Diesel. Ne? Jetzt sind es ja natürlich die schlimmen Diesel. Vorher war alles super. Ne? Und jetzt sind die plötzlich abtrünnig. Es steht ja an, entweder dass die Kunden oder die Besitzer dieser Diesel durch Tauschprämien animiert werden, sich neue umweltfreundlichere Autos zu kaufen. Oder eben, dass es Hardware-Nachrüstung gibt, sprich diese AdBlue-Einspritzung und so weiter. Aber da weiß halt noch keiner so genau, wie es schlussendlich ausgeht. Also hier zum Beispiel, wo der Topf noch ist, müsste man sich einen Platz suchen, irgendwo hier in dem Bereich, wo man noch so ein SCR-Cut unterbringt. Wie das genau nachher funktioniert, viel Platz ist ja hier nicht mehr, muss man dann sehen, wie groß das Bauteil dann letztendlich ist. Man weiß es nicht. Hier haben wir das Reserverad bei diesem Auto. Das könnte man zum Beispiel rausnehmen und dafür eben diesen Tank dann einrüsten. Das ist eine sehr skurrile Situation für beide Seiten. Also ich würde gern erzählen, was es gibt, ja, genauere Informationen verteilen. Und die Leute, die wissen auch nicht mehr als vorher, was sie gefragt haben. Ja. Tja, was machen wir jetzt? Wir warten, würde ich mal sagen. Ja? Also was gibt es zu tun? Also ich würde von irgendwelchen Chaosverkäufen von Autos erstmal absehen. Ja? Das spielt nur wieder die Kassen der Hersteller voll. Ich persönlich warte. Ich sage den Leuten, die mich fragen, wir warten. Und schlussendlich können wir das auch nur tun. Ne? Was jetzt noch in den nächsten Tagen passiert oder in den nächsten Wochen, wir werden es sehen. Ne?